WhatsApp ist der weltweit beliebteste Instant Messenger. Und jetzt können Sie die App auch in Ihrer Kundenkommunikation nutzen. Mit UserLike und unserem Partner 360 Dialog erhalten Sie schnellen Zugang zur WhatsApp Business API und die Software, um WhatsApp professionell in Ihrem Unternehmen einzusetzen. Für nur 90 Euro im Monat, ohne Einrichtungsgebühr oder Extrakosten. In diesem Video führen wir Sie durch die Anmeldung und zeigen Ihnen, wie Sie in nur 10 Minuten startklar sind. WhatsApp bietet eine Programmierschnittstelle, kurz API, die Unternehmen wie Ihrem ermöglicht, WhatsApp sicher und skalierbar in der Kundenkommunikation zu verwenden. Da WhatsApp zu Facebook gehört, werden Ihnen beide Namen im Registrierungsprozess begegnen. Um den Zugang zur API für Unternehmen einfach zu gestalten, arbeitet WhatsApp mit autorisierten Partnern zusammen. 360 Dialog ist ein solcher von WhatsApp verifizierter Business Solution Provider aus Deutschland, der Unternehmen Zugang zur WhatsApp Business API verschafft. UserLike bietet Ihnen dann die Software, die Sie benötigen, um bequem auf die WhatsApp-Nachrichten Ihrer Kunden zu antworten. UserLike ist ein deutsches Unternehmen und einer der beliebtesten Anbieter für Kundenmessaging, auf den Branchenführer wie BMW und Bayer vertrauen. Füllen Sie das Anmeldeformular von 360 Dialog aus. Öffnen Sie unsere Seite unter diesem Video. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf den Button Zugang zu WhatsApp erhalten. Sie werden weitergeleitet zum Anmeldeformular unseres Partners 360 Dialog. Füllen Sie das Formular mit Ihrem Namen und Unternehmensnamen aus und erstellen Sie einen Account für den 360 Client Hub. Nehmen Sie die Nutzungsbedingungen an und gehen Sie weiter zum nächsten Schritt. Verbinden Sie Ihren Facebook- und WhatsApp-Business-Account. Um Unternehmen zu identifizieren und eine sichere Nutzung der API zu garantieren, muss ein WhatsApp-Business-Account immer mit einem Facebook-Business-Account verbunden sein. Verbinden Sie hier Ihr bestehendes Konto oder erstellen Sie auf Facebook ein neues. Richten Sie Ihr WhatsApp-Business-Profil ein. Legen Sie als nächstes Ihren Unternehmensnamen fest, sowie Ihre Kategorie und Beschreibung. Das sind die Informationen, die Ihre Kunden später in Ihrem WhatsApp-Business-Profil sehen werden. Um Verzögerungen im Registrierungsprozess zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, denselben Display-Namen zu verwenden wie in Ihrem Facebook-Business-Account. Fügen Sie Ihre Telefonnummer hinzu. Ein WhatsApp-Business-Konto ist immer mit einer Telefonnummer verbunden. Das ist die Nummer, über die Ihre Kunden Sie auf WhatsApp kontaktieren werden. Sie können eine Festnetz-, Handy- oder gebührenfreie Hotline-Nummer wie 0800 verwenden. Vielleicht nutzen Sie WhatsApp bereits in Ihrem Unternehmen, etwa mit der Business-App. Wenn Sie dieselbe Nummer weiterverwenden möchten, müssen Sie diese vorher von der App löschen, um sie zu Ihrem neuen WhatsApp-Business-Account mitnehmen zu können. Beachten Sie bitte, sobald Sie eine Telefonnummer von der App entfernt und zur API hinzugefügt haben, können Sie dies nicht mehr rückgängig machen. Haben Sie sich für eine Nummer entschieden und diese eingegeben, erhalten Sie anschließend einen 6-stelligen Verifizierungscode per SMS oder als Sprachanruf. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Nummer in der Lage ist, SMS bzw. Anrufe aus dem Ausland zu erhalten. Erstellen Sie Ihren API-Key. Fast geschafft. Sie sind jetzt im Client-Hub und sofort mit der WhatsApp Business API Sandbox verbunden. In dieser eingeschränkten Testumgebung können Sie bereits WhatsApp-Nachrichten an 10 Kontakte pro Tag versenden. So können Sie sich mit dem System vertraut machen und Ihre Einstellung anpassen, bis Ihr WhatsApp-Business-Profil verifiziert wird und Sie damit live gehen. In diesem Bereich können Sie jetzt auch Ihren API-Key erstellen. Das ist der Code, den Sie benötigen, um Ihr WhatsApp-Business-Profil mit Ihrem UserLike-Account zu verbinden und so WhatsApp-Nachrichten in UserLike zu verwalten und beantworten. Kopieren Sie den Code und öffnen Sie unsere Seite userlike.com, um Ihr Konto zu verknüpfen. Legen Sie Ihren WhatsApp-Kanal in UserLike an. Loggen Sie sich in Ihren UserLike-Account ein. Wenn Sie noch keinen haben, können Sie sich einfach einen neuen anlegen. WhatsApp Business ist ab 90 Euro monatlich in unserem Teampaket enthalten. Gehen Sie im UserLike-Dashboard auf Kanäle, Messaging-Apps. Wählen Sie unter WhatsApp Business aus, einen neuen Kanal hinzuzufügen. Geben Sie Ihrem Kanal für interne Zwecke einen Namen und fügen Sie jetzt den API-Key ein, den Sie im Schritt zuvor kopiert haben. Füllen Sie die Informationen für Ihr WhatsApp-Profil aus, die Ihre Kunden später sehen werden. Zuletzt verbinden Sie Ihren WhatsApp-Kanal mit einem Widget. Das ist notwendig,
da die Kanaleinstellungen über Ihr Widget gesteuert werden, zum Beispiel an welche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ein WhatsApp-Chat weitergeleitet werden soll. In jedem Userlike-Account ist standardmäßig bereits ein Widget angelegt. Klicken Sie abschließend auf Kanal anlegen. Bei WhatsApp Business spielen Nachrichtenvorlagen, sogenannte Message Templates, eine wichtige Rolle. Klicken Sie auf Vorlage hinzufügen, um neue Vorlagen anzulegen und zur Überprüfung an WhatsApp zu schicken. Das war's schon. Die WhatsApp API ist jetzt mit Userlike verbunden und Sie können Nachrichten in Userlike empfangen und beantworten. Loggen Sie sich dazu einfach im Message Center ein. Aktuell sind Sie allerdings noch im Sandbox-Modus und stark in der Nutzung eingeschränkt. Um die Anzahl an Nachrichten zu erhöhen, die Sie versenden können, müssen Sie als nächstes Ihren Facebook Business Account verifizieren. Verifizieren Sie Ihren Facebook Business Account. Falls Ihr Account bereits verifiziert ist, können Sie diesen Schritt überspringen und sofort loslegen. Ansonsten können Sie die Verifizierung im Facebook Business Manager anfordern. Gehen Sie dafür in die Einstellung und wählen Sie Security Center aus. Klicken Sie dann unter Verifizierung auf Verifizierung starten. Sobald Sie die erforderlichen Dokumente hochgeladen haben, wechselt Ihr WhatsApp-Account automatisch in die erweiterte Sandbox. Hier können Sie bereits bis zu 1500 Unterhaltungen mit Ihren Kunden führen. Prüfung der WhatsApp-Handelsrichtlinie. Nachdem Sie den Registrierungsprozess abgeschlossen haben und Ihr Facebook Business Account verifiziert wurde, prüft WhatsApp im letzten Schritt, ob Ihr Account mit der WhatsApp-Handelsrichtlinie konform ist. Dieser Vorgang wird automatisch nach der Verifizierung angestoßen. Sie müssen also nichts unternehmen. Ihren Status können Sie im 360 Client Hub einsehen. Unser Tipp: Schauen Sie sich die Handelsrichtlinie am besten an, bevor Sie sich registrieren. So vermeiden Sie eine etwaige Ablehnung durch WhatsApp nach der Registrierung. Wir haben die Richtlinie für Sie unter dem Video verlinkt. Sobald die Überprüfung erfolgreich war, steht Ihnen Ihr WhatsApp Business Account vollständig zur Verfügung und Sie können uneingeschränkt mit Ihren Kunden kommunizieren. Heben Sie sich von Ihren Wettbewerbern ab und werden Sie eins der ersten Unternehmen in Deutschland, das seine Kunden auf WhatsApp berät. Mit Userlike und 360 Dialog erhalten Sie schnellen und sicheren Zugang zur WhatsApp Business API. Und das für nur 90 Euro im Monat. Wir übernehmen als einziger Anbieter sogar die Kosten der Template Messages für Sie. Zusätzlich zum WhatsApp-Kanal erhalten Sie im Userlike-Team-Paket außerdem einen innovativen Live-Chat, deutsche Datenschutzstandards und viele weitere effektive Funktionen für digitalen Support und Vertrieb kostenlos dazu. Melden Sie sich direkt an oder schreiben Sie uns bei Fragen gerne im Chat auf unserer Website. Wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören und Sie beim Start mit WhatsApp Business zu unterstützen.